Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Im letzten Part haben wir den Marquis quasi gefragt, ob er uns zum nebligen Morast führen kann. Der hat uns allerdings neue Aufträge geteilt und bevor wir die nicht erfüllt haben, können wir auch nicht zum nebligen Morast. Naja, und wir brauchen wieder ein bisschen Injektionsmittel. Mal schauen, was brauche ich denn dafür? Injektion. Okay, Gift, das habe ich. Leben kann ich, also das Leben-Elixier kann ich schon mal herstellen. Ja, sollten ja noch ein paar Maden haben. Giftige Lösung. Oh, ich glaube, eine Ordnungslösung war es noch. Ja, stimmt, ich habe jetzt das Wissenschaftler-Perk, das habe ich voll vergessen. Weißt du, ich behalte ja doppelt so viel beim Anrühren. Das hört sich nicht schlecht an, wenn ich mal ein bisschen schneller wäre. Oh, ist auf jeden Fall angenehm. Spitzendünger. Torf. Goldene Injektion. Was brauche ich nochmal die Säure eigentlich? Modifiziert Leiche. Ja, steht nicht dabei, wie viel und um was. Ist auf jeden Fall angenehmer, wenn wir mal so schnell sind. Dass ich jetzt pennen muss, damit der Buff weggeht, der andere, ist halt nicht so toll. Aber auch egal. Stimmt. Wir benötigen gerade da nichts. Da nichts. Den Stein brauche ich auch gerade nicht. Und den Dünger kann ich ja vorerst hier in die Kiste packen. Das wir ihn wieder benötigen. Und dann habe ich noch das heidnische Amulett, das kann ich eigentlich wegwerfen. Halt, habe ich die Injektion noch dabei? Ja. Leiche nehmen. Goldene Injektion anfertigen. Ich habe noch Nägel dabei. Brauche ich eigentlich auch nicht. Habe ich noch das Buch dabei, das ich nicht anfertigen kann für einen Astrologen? Stimmt, ich wollte schauen, ob wir wirklich mit Zombies hier Geschichten schreiben können. Ja, können wir. Sogar ein paar. Vielleicht mache ich den zu einem Zombie. Ich habe noch ein Zombie-Mittel. Der hat ein paar viele Köpfe. Das heißt, würde als Schreiber schon durchgehen. Halt. Nicht Geschmacksverstärker. Silber-Elixier. Ich glaube, bei der Destillerie hier halte ich jetzt auch doppelt so viel.
Na verdammt. Wir haben keine Gläser mehr. Die habe ich gleich alle oben gelassen. Ja. Die habe ich alle hier oben gelassen. Na, zum Glück haben wir den Trank gemacht. Das geht auf jeden Fall einfacher. Was kostet der eigentlich? Nochmal, nur so. Schnelligkeitstrank, ein bisschen Blut, Chaoslösung. Okay, Chaoslösung haben wir nicht so oft. Auch egal. Silberne Injektion. Silberne Injektion. Ja, ich glaube, den mache ich wirklich zu einem Zombie. Also ich brauche den Glauben noch von oben. So, 10 Glauben. Der braucht ihn ein bisschen. Ich kann mal wieder in den Sumpf gehen zu Klofu. Da die mir ja auch etwas über den nebligen Morast sagen könnte. Klofu. Oh, da kann ich noch mehr Gedächtnispulver holen. Auch interessant. Was sollte ich eigentlich bei ihr noch mal kaufen? Ein alchemistisches Rezept, genau. Goldener Apfel. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den für irgendwas anderes noch benötigen. Essen gibt mir Energie. Gerbstoffe, das brauche ich alles nicht. Ne, brauche ich sonst eigentlich nichts. Wegen dem nebligen Morast. Klofu, weißt du zufällig, wo ich den nebligen Morast finden kann? Nebliger Morast? Oh. Ich flehe dich an, geh nicht dorthin. Geh dort nicht hin. Das Herz der Sümpfe in Dunkelheit gehüllt und voller Leid. Er wird dich verschlingen. Dunkle Rituale haben dieses uralte Land entehrt. Keine Schönheit mehr, keine Reinheit, kein Frieden. Wie ein unschuldige Seele, die sich in ein Netz voller Laster verstrickt. Wie ein zerbrechlicher Schmetterling, der als gefräßiger Parasit wiedergeboren wurde. Sag mir, fühlst du seinen Schmerz? Sag es mir. Klofu was? Klofu? Klofu? Ist sie nicht sie selbst? Was soll ich tun? Ein Dämon mit verrotteten Flügeln verfolgt dich. Er flüstert deinen Namen im Dunkeln. Er verlangt nach einem Blutopfer. Immer wieder. Klofu? Sieh mich an, uralter Gott. Sieh mich an und schluchze. Auch wenn mir deine Tränen egal sind. Klofu? Was, Werte, was für eine nette Überraschung. Du kommst mich so selten besuchen. Wie kann diese alte Dame dir helfen? Sie erinnert sich an nichts. Meine Güte, was war das? Weißt du was, ich komme einfach später wieder.
Okay, das war jetzt nicht ganz das, was ich erwartet hätte. Ich glaubte, ist Klofo irgendwie ein bisschen abgedriftet. Okay. Wieso auch nicht? Vielleicht war sie ja schon mal dort und hat irgendwie schlechte Erinnerungen dran. Wir brauchen Statuen. Ah, verdammt. Ich brauche Marmor. Und ich brauche nicht nur Marmor, ich brauche auch noch mehr Stahlmeißel. Von silberner Qualität. Stahlmeißel, silberner Qualität. Sowie auch noch ein paar normale Meißel. Oder einen normalen Meißel. So. Erstmal da ein bisschen was anfertigen vom polierten Marmor. Na, mal schauen. Wie viel können wir da jetzt anfertigen? Na, ein bisschen was. So, dann holen wir uns ein paar silberne Statuen für die Friedhofsdeko. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ah, ich habe keinen Glauben mehr. Okay, so viel zur Friedhofsdeko. Blöd. Blöd gelaufen. Kann man jetzt nicht ändern. Aber naja. Wie gesagt, kann man nicht ändern. Kann ich da noch zwei, drei machen? Das wird mir, glaube ich, auch ein bisschen helfen. Verdammt, ich habe hier unten noch eine Leiche. So, da habe ich ja alles eingeflößt, was ich gerade besitze. Ich meine, ich habe sogar noch ein bisschen Glauben, fällt mir gerade wieder ein. Aber egal. Kann ich hier gleich holen. So. Wie viel Qualität hast du eigentlich? Ah, okay. Genügend. Genügend, um ein paar Bücher zu schreiben. Geschichten, nicht Bücher. Da haben wir auch nicht mehr so viel Glauben. Glauben wird wirklich knapp bemessen hier. Ich brauche die Geschichten jetzt für ein goldenes Buch. Eine Statue kann ich herstellen. Danach habe ich ziemlich Glauben. Okay. Ja, und dann dekorieren wir unseren Friedhof wieder ein bisschen um. Kommen wir auf die 200 Qualität endlich mal. Das wäre zumindest mein Plan.
Ah, nicht ganz. Ah, verdammt. Ist ja zu viel für die Leiche. Ich kann es anders machen. Weil es zu viel für die Leiche ist. Gebe ich dir halt ein normales Schild. Sie hat zu wenig. Ich kann sie noch pushen, glaube ich. Exhumierung. Ich brauche ja nur um 2 erhöhen. Nein. Achso. Ja, passt schon so. 2 erhöhen, dann habe ich 7 Qualität. Da kann ich dann Statuen machen. Da muss ich noch schauen, wo ich noch ein bisschen was verbessern kann. Ja, ich habe noch Blut. Heißt, da kann ich auch noch mal eine goldene Injektion ranwerfen. Okay. Ah, leider ist der Geschwindigkeitstrank schon wieder vorbei. Kann ich die anders... Vielleicht noch ein paar andere Leichen umändern von Qualität, nur mal so. Was haben wir hier? Ah, es geht doch. Ich möchte was so eine 7er hin mache. Also 3, 4, wie viel gibt mir die? 5. So, das sollte passen. Perfekt. Beinahe perfekt. Sagen wir es so rum. Okay. Naja, passt. Ein bisschen besser. Dann sind wir auch schon nicht. Sprung weiter in Richtung 200 Qualität. Verdammt, war ich jetzt. Ich habe den Astrologen verpasst. Ich wollte mir noch ein paar Punkte holen. Das ist blöd. Sehr, sehr blöd. Ah, da geht er. Ja, geht er nach Hause. Der alte Mann. Das ist so dumm, wie viel Geld wir eigentlich in der Zwischenzeit haben. Wie sieht's aus mit Alkohol? Ja, haben wir noch genügend. Ja, ich könnte mir ein bisschen was mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Benutzen. Nach Hause. Lege ich mich trotzdem pennen. Einfach damit der Tag schneller anfängt. Brauchen wir das mal hier und die Leiche.
Dann noch die Kerzen für die Kirche. Da brauchen wir das goldene Elixier. Der Zombie arbeitet noch an seiner Geschichte, relativ flott sogar. Dass das ja gerade mal vor einem Tag angefangen hat. Da kommen wir jetzt hoffentlich auf eine hohe Qualität. Ja, auf 90 kommen wir auf jeden Fall schon mal. Ja, 99 sogar. Fast 100. Und dann machen wir unser Gebet. Erfolgschance zu 100%. Sehr viel Glauben. 20 Glauben ist so schon mal. Und das habe ich leider nicht gezählt. Aber auf jeden Fall einiges. Glauben. Ja. Glaubt man gar nicht. So, 4. Ich muss um 4 erhöhen. Das heißt, ich muss schnell irgendwas machen, was 4 Qualität gibt. Beziehungsweise eigentlich nur 2 Qualität. Weil wir noch eine Leiche hier unten haben. Die gerade fertig geworden ist mit ihrer Einbalsamierung. Vielleicht jetzt sofort wieder vergraben. Bevor sie noch schlecht wird. Und dann müssen wir nur noch etwas mit 2 Qualität bauen. Ja, ich habe kein Werkzeug dabei. Ein Werkzeug könnte uns gerade helfen, 2 Qualität zu holen. Ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir die Kathedrale noch bauen. Ganz schnell. Bevor ich den Part beende. So, ein bisschen Holzwerkzeug. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Als wäre der Geschwindigkeitstrank ganz gut. Mit 200 Qualität hier. Da ich das hier reparieren möchte. Simon. Und das hier, das müsste 2 sein. Verdammt. Nicht nochmal verdrücken. 200 Qualität. Könnte der Friedhof noch besser aussehen? Der Friedhof ist tatsächlich ein guter Zustand. Man sieht viel Liebe und Liebe, die du hineingesteckt hast. Hättest du irgendwelche Probleme mit der Inquisition, Geister, Hexen? Ich hatte ein paar Probleme. Ach, weißt du, das war eine blöde Frage. Du steckst nicht im Kerker, also ist alles in Ordnung. Warum bauen wir diesen blöden Totenschiff? Was? Warum bauen wir dieses blöde Totenschiff überhaupt? Dieses ganze Gerede von Geistern ist doch nur Altweibergeschwätz. Dann könnte das Geld der Kirche zu gut nur nicht im blöden Hafen. Sehr interessant. Okay, die Übersetzung ist noch immer eine Katastrophe. Verbessere die Kathedrale. Gut. Sie ist so groß, dass man die Mauern der Stadt sehen kann. Und die Wasserknappheit der Stadt ist auch nicht besser. Perfekt. Oh, ich liebe meinen Beruf. Jetzt weißt du nur noch ein Aristokrat sein. Jetzt musst du nur noch ein Aristokrat sein, damit du
bei der großen Zeremonie auch neben mir stehen darfst. Ich dachte, darüber hätten wir schon gesprochen. Außer ihn weiß das doch niemand. Nein, dieses Mal ist es wichtig. Wir brauchen jemanden, der dem Königshof nahesteht bei unserer Zeremonie. Also sind wir uns einig, oder du brauchst ein Aristokratenzertifikat. Und wie ich bereits sagte, wir brauchen eine wichtige Person bei unserer Zeremonie. Ich konnte sonst niemanden finden. Vielleicht kannst du deinen Freund den Inquisitor fragen. Das ist nicht mein Freund. Komm schon, sei nicht schüchtern, er mag dich. Also gut, ich rede mit ihm. Haha, großartig. Also geh und hol dir das Zertifikat und eine Zusage von einer wichtigen Person. Und ich bereite schon mal meine Rede vor. Verdammt, hätte ich jetzt Hausratenzertifikat, könnte ich sogar gleich mit ihm. Ich habe eine Zusage. Ja, stimmt. Der Händler könnte mir eine Zusage geben. Ein Hausratenzertifikat haben wir ja schon. Das ist blöd, dass ich es gerade nicht dabei habe. Sonst hätten wir das auch gleich abgeben können. Naja. Müssen wir halt eine Woche warten. Weißt du, ich mag dich irgendwie. Du bist mein einziger Freund. Du bist auch mein Freund. Ich hoffe, dass du nie nach Hause findest. Irgendwie bist du auch ein Schädel wie ich. Ein neuer Typ gräbt uns aus. Das wird viel netter sein, zusammen hier zu sitzen und uns an unsere Jugend zu erinnern. Klingt super, aber ich muss wirklich nach Hause. Ja, ist klar. Ein alter Schädel wird doch noch träumen dürfen. Tja. So viel dazu. Naja, 200 Qualität haben wir zusammengebracht. Heißt, wir können uns jetzt mal die neue Kathedrale ansehen. Ist jetzt nicht wirklich anders. Ich meine, ich habe hier noch ein bisschen mehr Platz für den Schrein, aber ansonsten sehe ich keinen Unterschied. Ah, verdammt, sollte ich jetzt eigentlich nicht abreißen. Sei denn, ich kann jetzt auch Kirchenfenster hier platzieren. Das wäre noch so ein Ding. Naja. Allerdings werde ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden, da viel zu lange geht. Ich danke euch immer fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wer nichts so was wollt, könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, ihr seht das nächste Mal wieder bei Graveyard Keeper. Ciao.